Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück. Ich habe euch im letzten Video erzählt, dass ich so krank werde und dass ich nicht mehr kann und so. Ich war wirklich an dem Abend fix und alle. Und wenn ich geschluckt habe, dann ist das richtig hier so ins Ohr gezogen. Manchmal. Und manchmal hat es auch wirklich so gestochen hier. Und deswegen habe ich gedacht, ich bekomme voll die Mandelentzündung. Habe das schon so auf Instagram gesagt, so, oh Mann, Mandelentzündung ist ein Arschloch und so. Weil gestern habe ich mich echt den ganzen Tag geschont, ganz gut gelegen. Aus Angst, dass ich richtig krank werde. Ich habe meinen Hebammentermin abgesagt, den ich heute eigentlich hätte. Habe mich da total drauf gefreut. Auch wenn die nur so Herztöne und so abhören, habe ich mich da voll drauf gefreut. Naja, egal. Ich habe den jetzt in 2 Wochen. Weil wenn die Hebamme krank wird, das ist natürlich richtig doof, wenn da eine Mutter eine Geburt hat. Und dann ist die Hebamme krank. Ja, jedenfalls habe ich mich gestern ganz viel geschont und heute geht es mir besser. Ich habe keine Gliederschmerzen mehr. Also ich hatte nicht Gliederschmerzen, sondern ich war einfach richtig schlapp. Und ich vermute, das lag einfach daran, dass ich so viel gemacht habe. Und das mit den Kopfschmerzen hier, was beim Schlucken so hochgezogen hat, könnte ich mir vorstellen, dass das so migränemäßig war oder einfach Kopfschmerzen. Jedenfalls geht es mir zum Glück heute wesentlich besser. Ich mache uns jetzt erstmal einen Shake. Ich habe hier schon Paranüsse drin, Leinsamen 6 oder 7 Teelöffel und so 12 Datteln. Etwas mehr als 1 Liter Wasser dazu und das wird jetzt erstmal gemischt. So sieht das dann aus, wenn das gemischt ist. Und dann kommen da erstmal schöne reife Bananen rein. Die sind richtig schön süß. Und schön reif sind die immer, wenn die braunen Punkte haben. Ich kann es nicht oft genug sagen hier auf meinem Kanal, weil viele immer fragen, ob ich nicht Verstopfung kriege, wenn wir so viele Bananen essen. Aber wenn die reif sind, nicht. Dann hat sich nämlich die Stärke zu Zucker umgewandelt. Bernd, die Kamera läuft. Ich weiß, der Hund macht trotzdem Scheiß. Der Hund macht trotzdem Scheiß. Ich meinte für dich, dass du dich bereit machst, dass du nicht wieder Schweinereien erzählst. Und dann kommt da noch eine halbe Packung Tiefkühlmango rein. 500 Gramm sind drin, also ungefähr 250 Gramm. Die Tiefkühlfrüchte, die variiere ich. Täglich eigentlich. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Und dann wird es wieder gemischt. Die Bohnensuppe haben wir alles da. Hier, ich brauche nur Suppengrün, Bohnen. Haben wir? Mhm. Und Tomatengrün. Bringst du den Shaker runter oder ist er fertig? Oh, der ist fertig. Du trinkst doch jetzt auch noch einen für auf dem Weg. Du brauchst du deine Vitamine. Hier, Kotzbrei. Ach, so schlimm, so wundern schon. Was geht, ist so komisch. Warum bist du so zu mir? Etty, du möchtest auch einen Shake? Was? Guck mal, wie er sich ekelt. Ja, der mag es lieber fleischig. Boah, das ist so windig heute hier bei uns. Unglaublich. Und eigentlich hätte ich jetzt heute meinen Termin im Geburtshaus bei der Hebamme. Ja, den habe ich ja abgesagt, habe ich euch ja gerade erzählt. Und Bernd hat ja auch frei heute Nachmittag. Jetzt haben wir gerätselt, was machen wir denn dann heute? Erst haben wir gesagt, dann machen wir hier Gartenarbeit bei uns. Also halt noch ganz viel Rückbau, abbauen und so. Aber ja, wenn es jetzt so stürmt und nachher soll es auch noch regnen, dann wird das auch nichts. Ein bisschen ausmisten mache ich jetzt gleich. Ich wollte mal die Süßigkeiten-Schublade in Angriff nehmen. Da ist bestimmt auch einiges abgelaufen schon. Ja, und dann haben wir überlegt, vielleicht nach IKEA zu fahren heute. Aber dann, also es ist ja jetzt noch nichts fertig im Haus. Die Maler waren noch nicht da. Und das wäre jetzt halt eigentlich nur so, dass es uns im Weg steht. Man könnte es noch in einen Raum stellen, den man zuletzt renoviert, alles was wir kaufen. Aber
Eigentlich wollte ich erst nach Ikea, wenn das Haus soweit fertig ist, dass man es auch direkt an Ort und Stelle hinstellen kann. Aber den Tag heute verschwenden ist auch doof. Andererseits wird dem Bernd bestimmt auch mal gut tun, sich auch auszuruhen heute. Ich habe jetzt schon die Süßigkeiten ausgemistet und das kommt alles weg. Es ist alles abgelaufen. Ja, alles, was man so immer mal mitnimmt, entweder vom Einkaufen, weil es im Angebot ist, oder was man geschenkt bekommt, weil Anlässlichkeiten sind. Und jetzt muss ich eben... Oh, Leute. Der Topfschrank. Weiße Bohnen einweichen. Diese hier. Denn bei uns gibt es heute serbische Bohnensuppe. Ich weiche die immer ganz gerne ein. Dann sind die nämlich nicht so... Müssen die nicht so lange kochen. So. Zack. Die essen wir alle total gerne, die Bohnensuppe. Ja, hier steht noch ein bisschen alles so rum. Die Spülmaschine läuft. Aber ja, war halt voll. Jetzt läuft sie und nachher kann ich sie leer machen und wieder einräumen. So, das Tiefkühldings hier, da habe ich nämlich Suppengrün drin. Das hatte der Bernd mal schon alles geschnitten und geraspelt. Dann kann ich das schon mal auftauen. Und ja, das war's, was ich machen wollte. Einmal Dankbarkeit für den Staubsaugerroboter, der mir echt viel abnimmt. Klar, der saugt jetzt nicht so, als wenn man wirklich ordentlich unter den Schränken alles weghebt oder so, also drunter saugt und so, aber für so zwischendurch mal eben ist der wunderbar. Ich bin sehr zufrieden damit. Bein, was er hochhebt und nicht hochkriegt. Ja, Mann, aber wenn er nicht ins Auto soll, ne, springt er aus dem Stand, ja, auf die Theke, dann kann er das. So, wir gehen jetzt einkaufen. Ich weiß. Ja, schön. Ja, und ich habe von Bernd jetzt eine Jacke angezogen, wie man sieht. Denn ich war gerade spazieren und es war richtig kalt. Vor zwei Wochen war noch so... Vor einer Woche. 40 Grad, da wusste man nicht, wohin mit sich, vor Schwitzen. War noch geil und jetzt ist scheiße. Ja, und jetzt ist kalt, aber wir haben ja immer was zu meckern. Ja, du willst den Autoschlüssel. Ja, wäre schön. Fahr doch ohne, kannst du das nicht? Steck den Finger rein. Ja, mach ich gleich mal. Okay, bist du bereit? Ja. Ja, der Bernd wollte den Food Hall zeigen, hast du doch gerade gesagt. Du möchtest alles präsentieren. Mandarinen, Pfirsiche, Eisberg, Trinkpäckchen. Du machst das ganz toll, machst du das. Trinkpäckchen für die Schule, weil... Ich hab den nicht, nein, warum? Ob die wirklich so billig waren wie angepriesen. 1,34 sollten die kosten. Für 10 Stück, das konnten wir ja gar nicht glauben. Du präsentierst das ja gar nicht. Ja. Das hätte meine Oma ja besser gekonnt, hier in den Food Hall zeigen. Wenn sie nicht von einem Würmer gefressen worden wäre. Ich hab gesagt... Weil Bernd nach Ikea wollte, habe ich gesagt, dann schaffe ich ja gar nicht, das Essen zu filmen. Ach, sagt er doch, na klar. Na klar schaffst du das. Sagt er, du filmst das, ich zeig das. Ich habe gesagt, du filmst, ich pack aus. Das wird toll. Das ist ja auch wundervoll. Hier. Oh, Kuchen. Vegetarischer Kranzkuchen. Hier kommen deine Trauben hin. Meine Träubchen, danke. Vegetarische Antipasten. Na, Hund, runter. Alles geht. Für den Papi. So. Ach, runterlassen. Jetzt mal Leberwurst. Ich glaube, die mache ich nicht mehr auf, die Leberwurst. Ich bin eine Woche alt. Das Muffy wird das nicht stören. Ich weiß. Ja, also, das war ja jetzt nichts hier mit dem Food Hall. Jetzt geht er weiter. Brot. Was? Klapp. Klapp.
nochmal Chlepp. Brot, okay. Okay. Hast du es oder kommt noch mehr kunstvolle? Ja. Spülschwämme, ja, die brauchen. Für Muddis Hobby. Mein Hobby, danke, dass ich so ein geiles Hobby haben darf. Hobby haben. Du darfst kein Hobby haben. Die Mutti durch die Geschäfte schleppen. Jo. Tiefkühlfrüchte, zweimal Erdbeeren. Dreimal Erdbeeren. Dreimal Erdbeeren, einmal gemischte rote Früchte für unseren Shake. Was ist da drin? Guck rein. Schiefe Suppe. Zunge rein. Weißt du das? Nein! Er wartet auf sein Tribut. Ja, und dann haben wir noch Wasser mit Sportscap mitgenommen für Calvino, auch für die Schule. Wir nehmen ja jetzt immer hier, schaut, ganz wie ich euch gesagt habe, unsere Wasserflaschen. Ne? Wir sind da ganz fleißig und eine habe ich heute schon getrunken, 1 Liter. So. Wollen wir einen Kranzkuchen? Ist die Tüte leer? Okay, wir sehen uns im Ikea. Calvino, hier sind schon die Sofas, ja? Dann komm mal! Hier, der Haus voll Luxus! Den hätten wir gerne als Wohnzimmer! Ja, das ist echt schön, ne? Oh, sehr modern. Ey, boah, was ist das für ein Sofa? Geh mal drauf! Das ist das beste Sofa. Was sagst du? Das ist doch viel zu klein. Das ist zu klein für uns alle. Aber das ist das beste Sofa, auf dem ich je gesessen habe. Ja, das ist schön gemütlich, das stimmt. Da aber fällt man richtig rein in dieses Zimmer. Das wäre dann was für dein Zimmer. Ja. Für 479 Euro. Mhm. Hier sind Sofas, guck mal. Mhm. Ganz viele. Hm? Ich habe nichts verstanden. Die sind ja. Jemand so gemacht. Schau mal. Mit dem Finger. Ja, hier sind die Schuhschränke, die ich immer haben wollte. Bitte? Nehmen wir unseren nicht mit. Ja, wo stellen wir den denn hin, unseren Schuhschrank? 20 Euro pro Stück. Für zwei. Dann können wir davon 60 Stück kaufen. Jetzt dann hier nur zum Draufpacken oder wie ist das? Nur wie? Zwei nebeneinander oder zwei übereinander? Zwei einzelne, schätze ich mal. Guck mal, hier siehst du das da, wie das oben drauf ist. Da kannst du was drauflegen. Ja. So, also wir haben zwei große Bilderrahmen geholt, Schneidebretter, Decken, sechsmal diese Einhängedinger für den Kleiderschrank und nochmal so Schneideunterlagen. Ja, und Decken fürs Auto. Das war's. Eine kleine Ausbeute diesmal, aber die wird trotzdem teuer, ne? Ja, ich schätze mal so 100 Euro. 1000 Euro? Na, da guck, 101,76 Euro, sag ich doch. Ja, die Gutscheine gibt's da hin. Ja. Alles, also Röstzwiebeln, Gurke, Tomate und Senf. Ja, also. IKEA ist wie immer total stressig.
Und ja, letztes Mal, als wir hier waren, da hatten wir ja noch nicht mal das Restaurant. Das war alles zu wegen Corona. Und jetzt gibt es wenigstens Hot Dogs, aber die sind dann, die werden, glaube ich, hinter der Theke belegt. Keine Ahnung, also hier ist alles abgesperrt noch. Und wir hatten uns, eigentlich wollten wir uns so Ikea-Kommoden, diese Hemmnis, holen als Nachtschränkchen fürs Schlafzimmer. Die waren auch noch im Sale online, habe ich gesehen. Aber die waren ausverkauft. War klar. Ich habe es schon online gesehen, aber Bernd sagte, wir können ja mal gucken. Vielleicht haben sie die trotzdem da. Das ist ja ein Hotdog. Mhm. Extra Leberwurstsoße. Ey! Vegane Köstlichkeiten von Ikea für 49 Cent. Ja, auf den Hund zu füttern. Das ist das Schönste am Ikea-Besuch. Aber noch schöner schmeckt es, wenn man sich das selber belegen kann. So, bei uns gibt es jetzt gleich Abendessen und das ist die serbische Bohnensuppe, die ich euch heute Morgen gesagt habe, die es heute gibt. Nur leider hatte ich keine Paprika mehr, deswegen ist die ohne Paprika, aber ich schmecke trotzdem sehr gut. Und ja, die Hälfte, oder das mache ich voll, das friert Bernd dann ein, nimmt damit in die Tiefkühltruhe und dazu gibt es Brötchen zum Dippen. Und dann würde ich jetzt das Video beenden, den Vlog. Es war viel dabei heute. Wir waren bei Ikea. Ja. Ich bin ein bisschen durch den Wind jetzt. Ich bin platt. Wie immer. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.